Hallo, willkommen zu meinem Marktausblick Nummer 8 2020. Mein Name ist Gerhard Oehler. Wir starten mit einem kleinen Rückblick bzw. Auszug aus meinem Premium-Dienst. Bevor wir dort loslegen, eine Frage an euch. Schreibt mir unten in den Kommentaren hinein, nach dem Mittwochsvideo, wie ist eure Woche gewesen? Okay, gut. Wir legen wie üblich mit dem Dow Jones los. Der Dow Jones hat nun, so wie geplant eigentlich, den Weg nach unten gemacht. Ich gehe jetzt da eigentlich davon aus, und das ist das Überraschende, dass wir nun massiv den Weg nach oben suchen werden. Gleiches gilt auch natürlich für den DAX, und das wird vermutlich die Überraschung für viele sein. Natürlich ganz blind darf man dem jetzt da nicht folgen, beziehungsweise es gibt natürlich auch eine Alternative. Die Lows, die wir jetzt da hatten, dürfen nur minimal unterschritten werden. Wie hier gezeigt beim DAX, gehe ich davon aus, dass diese Marke hier unbedingt halten muss. Beim DAX sind das etwa die 13.400, die unbedingt halten müssen. So, jetzt geht's weiter mit den Aktien. Wir fangen damit Microsoft an. Microsoft geht den Weg, den ich davor bestimmt habe, also nach unten. Da haben wir eine kleine Lücke. Und danach sollte das drehen. Bei Amazon, da bin ich mehr pessimistisch, dass wir da jetzt runter, dann ein bisschen seitwärts und dann nachher doch noch etwas tiefer. Intel, ja, da ist jetzt fraglich. Haltet diese Linie, ihr habt also eine große Seitwärtsbewegung. Das gleiche ist auch bei Qualcomm, ob diese Linie hält. Momentan schaut es nicht gut aus. Kraft Heinz, da bin ich ja seit längerem Short, also da will ich hier unten ganz einfach eine Long-Position kaufen zu meinem Short und dann auch, wenn das tatsächlich hält, dann will ich ja Long drinnen bleiben. Abschließend noch zwei Aktien aus dem DAX. Wir haben da die Allianz, die ich ja da letztens am Mittwoch vor 14 Tagen Long empfohlen habe. Gleiche gilt auch für die Münchner Rück. Da sollte es jetzt auch wiederum drehen. Also es hat sie wunderbar exakt nach meinem Fahrplan gehalten. So, jetzt kommen wir zu den Rohstoffen. Da fangen wir jetzt mit Silber an. Silber hat jetzt diese Linie da oben erreicht. Ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht gleich hurtig weiter höher geht, sondern eher wiederum seitwärts marschiert. Beim Gold, ganz interessant, diese grüne Linie haben wir zuerst berührt, danach hat es einen Tag gegeben, wo das seitwärts gegangen ist und erst danach ist es nach oben hin geschossen. Nach oben hin haben wir da aus dem Jahr 2013 ein Hoch, was jetzt das nächste Ziel sein könnte. Beim Öl, da haben wir dieses Hoch bei 54, ihr könnt es ja selbst ablesen. Da habe ich eigentlich davon geglaubt, dass wir da schon bei 53 drehen. Also ich halte noch immer noch diese Position mit dem Stop-Loss eben diese Linie. Das große Bild ist Richtung $42, also da bleibe ich noch dabei. Nächste Woche übrigens kommt ein Video zu einem, am Donnerstag eine bestimmte Aktie, die ich euch da vorstelle, also als Ankündigung vorweg einmal. Nun zum Bitcoin.
wie hier eingezeichnet, sollte es nach unten gehen. Natürlich, wenn man dieses Hoch da bei den 10.200 plus überschreitet, dann ist es natürlich ein Long-Signal, also dann hilft es nichts, so weiter Short zu sein. Stop-Loss, raus damit und das war's dann auch. Ja. Aber momentan bin ich guter Dinge, dass es tatsächlich nach unten gehen sollte. Euro-Dollar, da sehen wir momentan eine Gegenbewegung, die aber bald wiederum den Weg nach unten finden wird. Und beim Schweizer Franken zum Schluss noch, ja, der ist eigentlich im Plan. Die Krisenwährung scheint tatsächlich wiederum gefragt zu sein. Jetzt sind wir ein paar Tage seitwärts gegangen, also das ist irgendwie ein Boden drinnen. Entweder die Schweizer Notenbank stützt da den Euro oder verkauft eigene Franken oder keine Ahnung warum. Wie gesagt, aber auch dieser Boden sollte durchbrochen werden. Und dann geht es wesentlich tiefer. Mittwoch, wie gesagt, ist dann nachher wieder live, unser Live-Programm. Und dann nachher am Donnerstag ein Video über eine bestimmte Aktie, die ich vorschlage. Euch wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche dann. Tschüss.